Ich hab dir gesagt, einfach ohne viel reden, Köfterspieß. So, oh mein Gott, es hat ja schon angefangen. Ladies and Gentlemen, ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Fokuseinstellung, genau. Sobald ich meine Hände hochhole, dann bin ich verschwommen. Wenn ich so wieder vorkomme, viele haben mir geschrieben, Fokuseinstellung. Danke erstmal dafür, dass mir viele geschrieben haben. Ey, es gibt einiges jetzt am Start, okay? Ich werde so machen, dass ich ein Video nach dem anderen heute raushaue. Deswegen gehen wir sofort in die Sache rein, denn es gibt ein Problem zwischen Umar, Azadi, Magomedov. Ich kann diesen Jungen seinen Namen nicht aussprechen. Magomedov. Magomedov. Hä, was ist denn los mit mir? Magomedov. Egal, ich scheiß drauf jetzt. Die Tschetschenen gegen, die Tschetschenen haben auf jeden Fall ein Problem mit Azadi. Wir ziehen uns jetzt die Sache erstmal rein. Azadi und Kürt Ibo gegen Magomed. Magomed, ah, ich hab's sagen können. Oh mein Gott, Magomed, ja. Ahmed Patron gegen Senat Gashi. Du bist ein Amateurboxer. Komm, wir ziehen uns erstmal das rein und dann gehen wir in die Sache rein. Ich hab meinen Joghurt, ihr habt euer Essen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich würde sagen, let's go in the window. Hast du mich blockiert? Und du hörst auf zu lachen. Normale Unterhaltung mit dir. Bonita, was geht's? Ich kenne dich nicht, wir haben uns eigentlich nicht zu unterhalten. Besonders nicht auf Instagram. Was habt ihr gegeneinander? Was nur persönlich, Abi, oder wie? Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, was wir zwei zu unterhalten haben. Ja, du hast mich doch angeschrieben wegen Bösemann. Ich habe dich angeschrieben oder du mich? Ja, ja, 100%. Warum sollte ich dich anschreiben? Hast du nicht eine Story gemacht, irgendwas? Ich weiß das mal wieder, wie das genau war, aber es hat schon einen Grund. Ja, weil du, ich habe gesagt, du brauchst doch nicht deinen Sicherheitsdienst einmischen. Wie gesagt, du kennst mich nicht und... Bruder, denkst du, Ahmed, aber du würdest gegen Senat eine Minute aushalten, Alter? Aber, bei allem Respekt, also ich nehme ihn nicht mehr ernst, seit er eben Amadou ihn besiegt hat. Ja. Bruder, aber ein also Amadou ist ein guter Sportler, Bruder. Was Sport? Ja, was bin ich? Was ein krasser Kämpfer, Boxer. Also Amadou, was rein technisch, sportlich, ist er ein guter Sportler. Wenn man ja, aber ich glaube, ich habe gegen Senat Gashi habe ich schon Chance im Ring, glaube ich jetzt. Bruder, vielleicht wenn du... 20 Jahre trainierst und vielleicht mal 20, 30 Kämpfe machst, vielleicht ja, dann. Du und Zenat gegen mich, kein Problem. Aber geh mal weg, Alter. ich bin ein guter Boxer, aber ich hab nicht mal Chance gegen ihn. Was war du hast vor kurzem erst verloren, aber bei allem Respekt. Ihr beide habt verloren. Nur jemand, der kämpft, kann verlieren, aber jemand, der nicht kämpft, hat schon verloren. Ihr wisst ja, was lustig ist. Ich hab, also, das ist jetzt nur Siege. Was ich lustig finde, ist, er provoziert die so hart, die sagen, also Zenat sagt gar nichts mehr. Das ist so witzig, wie er provoziert, Digga. Ja, du hast Eiri, Simon, deswegen hast du sie. Ich hab 34 nur. Ich hab 34 mal Eiri. Senat kann nur an mir profitieren. Bro, sei mal leise, aber genau. Jeder, der Rose schickt, folge ich, Leute. Jeder, der Rose kommt, ballert raus. Senator, sollen wir in den Ring gehen, ich und du? Sollen wir uns morgen treffen? Hast du Lust herzukommen? Ich hab hier ein Gym. Wo bist du denn? Zwei Brücken. Geh nicht. Zwei Brücken. Wo liegt das? Wo liegt das? Warum liegt hier Stroh? Ja, aber kann ich mit Amadou als Security kommen? Wenigstens. Ich weiß ja nicht, dass 10 Mann oder so auf mich warten da. Alles mal zwei Leute. Ich warte ein richtiger Mann. Das kann ich spielt dein Herz. Hä, wo? Wer? Kap! Wer denn? Alles mal vielleicht auch mal den an diesem Player. Wenn du länger wärst, du durchschaust. Vom Argument. Wie lange? Eine Minute. Vom Argument, krass. Okay, länger wie eine Minute 1000 Euro. Hätte ich gewusst, dass die zwei zusammen sind, wäre ich gar nicht mit die Leine gegangen, oder? Bist du dir sicher? 100%, 1000 Euro. Hä, Abi, warum bist du selbstbewusst geworden? 1000 Euro. 1000 Euro sind zu wenig für eine Minute, ich hätte mehr gesagt, weil er ist Profiboxer und Ahmed ist gar nichts. Kommst du morgen? Okay, dann komme ich mit Hussein Mohammed. Also natürlich meine ich mit gar nichts, dass er nichts mit Kampfsport-Erfahrung, nichts hat er. Komm dir vorbei. Ich habe 47 Schalte drin, ja. Kommst du morgen? 1000 Euro. Ich komme. Eine Minute. Wie weit ist das von Freiburg? Sehe ich aus wie ein Navigationssystem. Ja, schon. Ja. Nee, du siehst aus wie ein Amateurboxer. Probier es eine Minute. Ich mache wieder ein schönes Video. Ich gebe dir 3 Minuten. Er lässt sich aber auch provozieren. Normalerweise müsste Senat darüber lachen und so mitmachen. Er lässt sich richtig provozieren. Aber guck mal, weißt du, wie es bei uns enden würde?
Erste Runde würde ich so ein bisschen mit dir spielen. Zweite Runde würde ich so. Vier gewinnt oder was? Wie bitte? Vier gewinnt oder was willst du mit mir spielen? Aber ohne Spaß, ich habe Respekt vor dir, seitdem du Amateur. Keine Ahnung, das lag hier, deswegen musste der gerade sein. Boxen weit geschafft hast und so. Leute, jeder, der den Stream teilt, wird erwähnt jetzt von mir. Okay. Der sind immer Zuschauer. Komm doch morgen vorbei. Ich komm vorbei, kein Problem. Morgen schaffst du es wahrscheinlich nicht, aber ich komm vorbei. Ich zeig dir das Scheinmantel. Äpfel, dankeschön. Aber nicht, dass du auf Dope bist und so oder so, ne? Aber da gibt's kein Auftreten diesmal, oder? Wenn ich gewinne, hab ich gewonnen. Was meinst du auf Dope? Nein. Ja, komm, wie gesagt, eine Minute. Aber dann sehen die Leute meine Brusthaare, weißt du, weil ich bin ein Löwe, ich bin ein Bär, weißt du? Nicht, dass Senat noch Angst kriegt wegen meinen Brusthaaren. Senat Abel. Entschuldigung. Ich hab gelangweilt. Sei aber, wenn ich so mit dir, wenn ich so mit dir face to face mache, kriegst du keine Angst. Ohne Spaß. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde dich mit einer Kalaschnikow in der Hand nicht mehr ernst nehmen. Leon, was geht? Du bist vielleicht ein netter Junge, aber du bist ja kein Kämpfer oder so. Amadou auf die 1. Amadou. Ja. Aber Senator. Glaubst du, wie viele Runden würdest du mit mir schaffen, sei ehrlich? Leute, bitte, ich küsse euer Herz, schick doch mal irgendwas hier rein. Ohne, jetzt im Ernst, wie lange hältst du gegen mich aus? Sein Blick war da so witzig. Ja, er ist richtig überfordert. Senator, du musst jetzt, guck mal, Senator, Face, wann haben wir Face-Off? Gut, ich schaffe den Face-Off. Also wir machen dann Video, erstmal gehen wir gegenüber. Boah, wir machen das so, du kommst einfach rüber, wir gehen einfach live auf TikTok und dann steht die Wette mit 1000 Euro, okay? Okay. Das ist schnell verdientes Geld, eine Minute aushalten. Aber was kriegt man denn, also was muss er machen, damit er die 1000 Euro bekommt? Eine Minute nicht K.O. gehen. Bruder, Senat, kann ich das probieren? Ich brauch die 1000 Euro, das ist schön. Du, bei dir reichen 10 Sekunden. Das ist der Nummer 1, ich folge dir. Bei mir dauert nicht mal 5 Sekunden. Mein Kiefer, weißt du, Baby, mein Kiefer zu Sonne. Du Obut gegen mich eine Minute, 5000 Euro, wenn ich eine Minute aushalte. Ist gut, Bujo, geht's so? Wie ist das? Wallah. Wallah. Aber wenn ich innerhalb einer Minute K.O. schlage, musst du mir jetzt noch. Glaubst du, du kannst diesen Nacken K.O. schlagen? Ja, aber schon guten Nacken, ehrlich. Bruder, ich traue nicht K.O., nicht deinen Nacken. Obut. Tias, Niederlage brauchst du gar nicht mehr reden, habe. Bro, was redest du, Alter? Die Zeiten sind vorbei. Was redest du, du Erik? Abel, die Zeiten sind vorbei. Verloren. Leute, Junge. Warte, schreib mir, Bruder. In Instagram aber. Man kann verlieren. Ist doch normal, das ist Sport. Ja, ich weiß es. Ich dachte auch bei Senato, okay? Gegen, ich weiß nicht, da muss die ganze Zeit selber lachen. Der hat gegen einen Amadou verloren, Alter. Das ja, ist gegen Hussein Mohammed auch? Ja. Da? Gegen wen? Hussein Mohammed. Ja, das stimmt nicht. Was, auch das stimmt nicht? Natürlich hat er verloren. Nicht. Nein. Gib mal in der Zeitung ein. Das stimmt nicht. Leute, alles mal zwei jetzt. An dem Abend hast du verloren, im Nachhinein verloren. Nein, Bruder, das stimmt nicht. Guck mal, ja. Geh mal ins Internet und lese mal, was da steht. Ja, dass der irgendwie auf Drogen war oder so, ne? Ja. Ja, aber glaubst du nicht fake? Leute, alles mal zwei. Lies mal, was im Internet steht. Aber ich kann nicht lesen, Abe. Das sind Bilder. Alles mal zwei. Beyoncé, ich küsse dein Herz. Wir skippen oder switchen hier gleich nochmal rüber, denn hier ist auf jeden Fall was ganz Interessantes. Azadi und Kürt Ibo gegen Magomed. Jetzt kann ich den Namen. Ich sage immer Magomedov. Wie komme ich auf Magomedov? Khabib Magomedov. Ah, deswegen. Magomed. Also, Azadi und Kürt Ibo gegen Magomed. Du bist ein Hund. Magomed, was geht, Bruder? Alles gut.
Gut, bei dir, komm, wir machen ein Match, aber jetzt kommst drauf an. Jetzt weg, verliert halt. Ich küsse dein Herz, ich geh raus. Bruder, ich kann das Gesicht keine 10 Sekunden angucken, Walla. Tschüss, Magomed, was sagt der da? Warum? Warum? Mach die Ohren zu. Walla, Walla, ich hab keine Lust. Auch, bleib drin, Mann, bleib drin. Die beiden haben Beef miteinander, ne? Es ist heute auf jeden Fall sehr krass eskaliert von den Clips, die ich mir angesehen habe, auf die wir noch kommen werden. Aber ich bin gespannt, wie das Ganze anfängt und warum. Bro, wir reden doch ganz sportlich. Bruder, ich will nicht reden. Seid mal professionell, bevor ich euch beide hau. Bruder, das... Dann zeig richtig Fernand auch noch. Okay, komm, ich stelle euch. Nimm mal Battle an, Digga. Wisst ihr, was richtig lustig ist? Umut sagt, er zeigt auch noch Richtung Senat. Wenn wir aber gucken, zeigt er nach draußen. Bruder, ich mach das nicht. Basadi, warte. Schick mal Uni, Uni, schick mal Uni. Also ich weiß, dass die beiden hier, ne? Die beiden hier haben schon so Sparingsvideos zusammen gemacht, TikTok-Videos und jetzt sind die irgendwie befeindet. Schon schade, ne? Wenn Kampfsportler sich hassen. Ja, mach doch keine Scheiße. Ich sag, guck mal, wie konnte ich das? Ich kann den nur nicht ernst nehmen. Ich schwör auf Koran, Bruder. Ich kann das nicht ernst nehmen. Ich bin ihn nicht ernst. Der ist doch korrekter Junge, Alter. Aber keiner nimmt keinen hier ernst. Sonst würden wir uns ja umbringen. Deswegen der Mann. Ja, deswegen, Digga. Chill mal, Digga. Mach doch nicht. Würde ich Senat ernst nehmen, wäre ich schon in Thailand jetzt. Aber bin ich ja. Beste. Würde ich, wie hieß die, Laura ernst nehmen, wäre ich Transvestite. Sarah, Bruder, Sarah. Sag ja, stimmst du, wie es Herr Ernst er nimmt? Ich kann nicht mal ihren Namen, Digga. Jetzt. Sadi, nimm ihn in den Sand. Bruder, ich geh raus, Walla. Sadi, hör auf dich, ey. Walla, Jungs, das Sadi. Ist. Ich kann hier keine 10 Sekunden drin bleiben. Ich kann den Jungen nicht ernst nehmen. Aber warum nimmst du ihn nicht ernst? Warum? Bruder, ich nehme ihn nicht ernst. Ich hab auch gar keinen Bock, Bruder, auf diese Politik. Aber was hat er denn die? Ich sitze auch nicht hier, Bruder, und du so, als wäre das mein bester Freund. Ja, wetten wir jetzt gegen ihn, Bruder. Wir wissen nur einmal, okay? Was? Verlierer geht offline, du daher, okay? Jetzt geht nimmer. Bruder, ich mach das nicht. Bruder, Verlierer geht offline. Bruder, ich mach das nicht, ehrlich. Das ist für mich kein Spaß, ich schwöre. Nee, das ist voller Ernst. Verlierer geht offline. Boah, das wär's jetzt. Marco, Bruder, könntest du dritt spielen? Ich spiel mit Sarah. Bruder, guck, wie der korrekt ist, Digga. Der Marco, sagt sag mal was will der? Magomed, du. Achso, ich hab den gestummt. Ich mach Kinderspiele, ja? Das warum hab ich den gestummt, Digga? Magomed, zeig nochmal. Ich meine, der macht Kinderspäße, Bruder. Ja. Oh, Kinderspäße. Der geht auf Kinder direkt. Asadi, komm, bitte, Bruder. Mach mal hier Frieden, ihr zwei. Bruder, alles machen mit. Walla, ihr könnt zu dritt machen, was ihr wollt. Aber ich mach raus, Bruder. Wieso denn? Bruder, ich hab keine Lust auf sowas, Walla. Okay, Bruder, nicht matchen, lass nicht matchen. Lass uns ja, matchen. Bruder, ich küsse dein Herz. Ich kann doch nicht hier sitzen und so tun, als wäre alles cool. Bruder, ich kann diesen Jungen nicht ernst nehmen. Und ich kann mir auch dieses Glas, Bruder, ich kann mir das doch nicht nichts. Anhören. Ich kann sagt das doch gar nichts. Ja, aber er wird doch was sagen. Und nein, wir stimmen nicht. Ey, Magomed, der Azad, der hat gesagt, der Kampf wird nicht stattfinden, also du wirst absagen. Ich? Ja. Alles gut, wir wissen, wer hat gesagt hat. Magomed, ich küsse dein Herz. Wie viele Kämpfe hast du abgesagt? Wie viele? Wie viele hast du abgesagt? Sag mal. Wie viele Kämpfe hast du abgesagt? Wie alte Oma rede nicht von dem Bank und so. Man nimmt den Kampf an und das war's. Wie alte Oma rede nicht von Bank? Wenn man das übersetzen kann, die geben Stand. Der meint Oma, wenn er Rente hat, Rente bekommt, Monatsende ist der auf Bank. In Bank geht der doch Geld ab. In Bangkok. In Thailand, da geht er aus Thailand. Bangkok. Oder Walla, deswegen ich. Mach weiter, ich weiß, warum, du willst ein bisschen. Asadi, Bruder, bleib mal locker drin, Brudi. Bleib mal locker drin, alles ist gut. Du kommst nach Hannover und die Fährerschalter kommt zu uns. Wisst ihr, was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, während ich den so zuhöre? Ist das Asadi sein Zimmer, Digga? Hier diese mit dem Piratenkopf. So, ist das sein Zimmer? Das interessiert mich gerade einfach. Und danach, wir unterschreiben beide, komm einfach. Bitte was? Nochmal. Dann kann ich nicht absagen, dann kannst du auch nicht absagen. Guck mal, ich stelle jetzt eine Frage. Und ich will gar nicht, dass du viel drum rumredest. Beantworte mir nur die Frage. Guck mal. Ich will keine Frage, ich will nur Kampf sehen. Ich will keine wie Frage. Viele Kämpfe hast du abgesagt gegen mich? Okay. Was sage ich? Jetzt kommt meine Frage. Ich sage jetzt. Wie viele Matchanfragen hast du abgelehnt, die ich jetzt gestellt habe? Ich habe auch eine Frage. Warum liegt dich doch? Warum liegt dich doch? Jetzt nimm mal doch. Nimm doch mal diese an. Also, nimm mal Matchan, bitte einmal. Bruder, Senat, ich küsse dein Herz. In diesem
Bruder, in diesem und im nächsten Leben werde ich mit diesem Typen nicht matchen. Ich küsse dein Herz, Bruder. Lang, wen hast du gemacht? Lang, du bist von mir K.O. gegangen mit 16 Unzen. Du bist von mir in 16 Unzen K.O. gegangen. 16 Unzen. Ich keiner kannte dich. 16 Unzen und du hast mit 4 und du willst gegen mich mit 4 Unzen kämpfen. Keiner kannte dich, Junge. Beruhig dich mal, Herr Selam. Ich hab dich. Wie keiner kannte. Janni, willst du mir sagen, du hast mich groß gemacht? Willst du mir sagen, du hast mich groß gemacht? Also, ich war noch 69. Dich kennt doch niemand. Wie hast du mich denn groß gemacht? Ich kenn doch niemand. Wie kennt mich niemand? Deine ganze Cousine kennt mich. Wer bist du, Junge? Oh, keiner kennt dich, Mann. Keiner kennt dich. Keiner will dich kennen. Du bist eine Frau mit Bart. Wer bist du nicht? Guck mal, du Hund. Du bist eine Frau mit Bart. Tschüss, du bist eine Frau mit Bart, sagt der Orno. Oh. Bart, mehr bist du nicht. Guck mal, hör mal zu, du Hund. Du bist eine Frau. Mach aus dir eine Frau. Wenn ich meinen Hund. Warte, mein Hund beißt mich. Übertreib nicht dein Grenz hier. Okay. Wallah, dieser SLK ist da, ich mach jetzt Ansage. Zitat Ende. Eine Frau mit Bart. Jetzt guck mal, jetzt hast du immer Nummer. Du bist eine Frau mit Bart, du bist ein Kind. Okay, du sagst so zu mir, du sagst immer, dass du cool bist. Du bist gar nichts. Wie weiß mir? Tschüss, er sagt, du bist ein Köter, oh mein Gott. Wenn du wirklich eine Kurde bist und kämpft gegen mich, du bist Bulgarien. Du ein Mann bist für ganze Kurde, du kämpft gegen mich. Du bist ein Bulgarien. Ich kämpfe gegen dich. Ich kämpfe gegen dich. Jalla, beschützt dein kurdischer Stolz, ja, Mann. Was nimmst du die ganze Zeit Kurden im Mund? Du bist eine Frau mit Bart, ein Bulgare. So, ja, Salim, zeig mir, dass du Kurde bist. Was ist los mit dir, Mann? Sag, ich hab dich mit 16 Unzen K.O. geschickt. Was soll ich dir noch zeigen? Du kannst mich nicht K.O. schicken, Junge. Das war Sparring, das war kein Kampf. Mach mit mir einen Kampf. 16 Unzen. Mach mit mir einen Kampf. Übernehmen. Du wirst mach mit mir einen Kampf, Junge. Mach einen Kampf, ich zeige dir, was Kampfsport bedeutet. Ja, damit du wieder absagst. Ja, ich soll jetzt wieder kämpfen, damit du wieder absagst. Ey, du hast selber abgesagt, Junge, hast gesagt, ich kämpfe nicht gegen Magomed MMA. 1200 Leute hier drin. Was halt ihr? Nimmst du den Kampf an oder nicht? Ich werde mit Magomed kämpfen. Okay, am Magomed? Ich kämpfe auf jeden Fall. Wo hast du mich genannt, dass ich Kampf abgesagt habe? Ah! Wer nicht kämpft, ist der größte Pi. Ja! Okay, komm. Ja! 12 Sekunden später. Und ich kämpfe gegen auch ihn nicht, weil der sucht Fame und so und so. Was? Guck mal! Was willst du damit? Ich muss leider offline. Du bist eine Frau, verstoßen. Du bist eine Frau mit Bart. Ein Kind bist du. Du bist ein kurdischer Frau, ihr Maniak. Ich schwöre, guck mal, dieser Junge übertreibt. Ich sage doch, ich kämpfe. Was ist Problem sein? Der soll sein kurdischer Eier. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Was hat dieser Titel hier zu sagen? Also, was hat dieser Titel auf sich? Azadi und Kürt-Ibo gegen Magomed. Wo ist denn Kürt-Ibo? Kommt er noch? Ne, muss auch nicht so reden, also mit seinem Kurde-Mulde und so. Ich komme offline, ich komme wieder rein. Oh ja, er kommt rein. Senator, folg mir hier, Bruder. Ich hab ihn gefolgt, Bruder. Hey, Senat, Ahmad Patron will rein. Ja, hol ihn rein, Bruder. Hol ihn alles rein. Ahmad Patron. Wer ist das? Ich glaube, der hat Ansagen an dich gemacht gehabt. Ach so, dieser Clip, was wir eben uns reingezogen haben, heißt, passiert danach. Ja, okay, zeig mal. Soll ich? Wirklich jetzt? Ja, weißt du, wer das ist? Ja, schick mal rein, ne? Senator. Salamu alaikum. Abi. Wo ist dieser Hund? Wer? Dieser Magomed, wo ist dieser Hund? Oh nein. Oha! Oha! Oha, warum geht jetzt Kürt-Ibo gegen Magomed? Hä? Was habe ich verpasst, Leute? Wo ist er? Warum redet er über ganze Zeit über Kurden? Er hat ein Problem. Er soll über sich. Hat einer über Tschetschenen geredet? Also die ganze Zeit Kurden? Ach so. Er sagt kurdische Frauen so. Stimmt, Alter. Irgendwann ein Video war mal von... Ach so. Okay, jetzt habe ich verstanden. Weil Magomed gesagt hat, du, Azadi ist eine kurdische Frau. Ja, du hast so ein Video gemacht gegen mich. Wer, ich? Ja, du. Ja. Stimmt, um was ging es da nochmal? Betreibt euch, ja. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe nur gepostet. Ja. Weil du Bösemann sein, ich so Bösemann sein Security und du hast direkt darauf reagiert auf Instagram. Ibabe. Ja. Und hast gemeint, mach das lieber nicht. Magomed, komm jetzt. Warum zeigt er sich nicht? Gessen. Dann hast du mich wirklich. Ja, das ist aber, ja. Was denn? Was machen wir? Kannst du Magomed reinholen? Wer? Ich muss Magomed reinholen, Bruder, sehr wichtig. Warte, ich will doch erst mit Senator klären. Danach hol ihn rein, mach was du willst. Bruder, klärt später, Wallah, das ist wichtig. Oh, er kommt sogar rein. Ich liebe es. Ich hab mein Bad geschnitten, ich komm nicht live. Wie, kommst du? Zeig mal. Ich hab mein Bad geschnitten. Zeig mal. Bruder, ich will zwei Worte mit dem Argument sagen und dann geh ich raus. Ahmad, kurz, Bruder, ich schwöre, ich hol dich rein. Bei Allah. Oh, shit.
Warte. Ey. Lass ihn mal reinholen und dann, ey, was hat Kurden damit zu tun, ne? Ja, der Hund und der andere Hund, wir in Leo streiten, warum? So, warum redest du über Kurden? Kurdibo. Was hast du damit zu tun, Kurdibo? Was hast du damit zu tun? Du hast mit denen ein eigenes Problem. Warum nennst du kurdische Namen in deinem Mund? Zeig mal dein Gesicht. Interessiert dich nicht mein Gesicht? Zeig mal dein Gesicht. Kurden gerade. Zeig mal. Benimm dich. Ich sage nur eins. Zeig nur alles so. Hat seine Grenze. Zeig mal dein Gesicht. Du hast mit dieser Azadi ein Problem? Rede mit den Azadi. Eure Privat. Oh, er redet Tschetschenen und du Kurden, das geht nicht. Ey, guck mal, Kurdibo. Das hat mit Volk nichts zu tun. Erstmal, guck mal, mit dir habe ich gar kein nichts zu reden, weil erstmal bist du auf Koks, ja? Und zweitens. Zweites Mal. Soll ich dir sagen? Ich habe keinen Kurden beleidigt. Ich hab gesagt, du bist ein Hund. Du bist ein Verräter. Pfui. Du bist ein ekliger Hund, bist du. Du warst auf Straße, du hast kein Geld in Deutschland. Ich habe dich in meinen Bettler gelassen, du Hund. Du redest heute über Drogen? Du bist der letzte Dreck, der redet. Halt deine Schnauze, du Hund. Wenn du noch einmal über meine Volk redest, ich trete auf deinen Kopf, du Hund. Wenn du ein Mann bist, mach das, komm. Ich mach das. Ich verspreche dir das. Guck mal, ich will nicht im Winter drin sein. Du bist 19 Jahre alt, aber du hast keinen Respekt vor Menschen. Ich will nicht im Winter drin sein. Mein Sohn gut gerade. Mein Sohn gut gerade. Erstmal mach mal deine Nase sauber, bevor du das. Lass mich dich nicht beleidigen, ekliger Pisser. Du bist ein ekliger Mann. Oh mein Gott, ich muss hier ganz kurz stoppen. Was geht hier ab? Tschüss, Alter, wie viel Hass. Warum kämpfen die beiden nicht jetzt gegeneinander? Du essst in einem Teller, schläfst in einem Bett und heute redest du so. So Leute wie du, kann man nur auf dich kotzen. Ja, Wallah, wer kann diese Kürt-Ibo nur ernst nehmen? Ich schwör's bei Gott. Ich will nicht dieser Fitner diese drin sein. Ja, ich will nicht ihn beleidigen. Der kann mein Opa sein, ja, sagen wir. Boah, Digga, ehrenlos und so geht schon. Ich hab noch gesagt, er will dich beleidigen und dann hat er gesagt, du Hund. Senator, ich hab nichts gegen Kurden, ne? Ich hab kürdische Brüder. Senat. Ich weiß, Bruder, ich kenn ihn. Guck mal, ich hab nichts gegen Kurden. Bruder, ich werde immer und immer dümmer, so jede Sekunde, wo ich hier drin bin, ich werde immer dümmer. Hey, guck mal, red nicht mehr, hey, nimm diesen Kampf an und verpiss dich. Azadi, nimm mal ein TikTok-Match. Ich verbarg meine... Azadi, nimm mal ein TikTok-Match an. Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder, wie rede ich hier? Wallah, wenn ich mit einem... Guck mal, wenn ich in den Zoo gehe... Ja, du bist ein famegeiler Nutte mehr, bist du nicht. Nein, du weißt ja nicht. Wenn ich in den Zoo gehe und mit einem Affen spreche... Ich schwöre, mit dem Kopf eine bessere Konservation als mit dir. Du rasierst dein Beinhaar, was redest du da? Oh, Scheiße. Leute, jeder, der mir folgt, wird zurückgefolgt. Halt die Klappe, Umut. Ey, wie krass, Digga. Oha, hier wird ja richtig hart geschossen. Gut, ich überlege jetzt gerade, was wir uns als letztes reinziehen. Ich würde sogar sagen, dass wir uns, komm, wir ziehen uns diesen Clip rein. Die mal gucken, ob es lustig ist. Mann, lass mich doch mal ausreden. Die besten Dokumentationen und so sind meistens auch auf Englisch. Du guckst Dokumentation. Ach, hör auf. Ich finde diesen Abu Osman so witzig, Leute. Wenn er anfängt zu reden, so geil. Guckst du Dokumentationen, echt jetzt? Ja. Antworte! Ich hab doch ja. Du nur mit einer Gesichtshälfte. Jetzt absichtlich mit beiden, ja, ja, klar. So, mal zwei Beine streiten sich, ja? Kartoffelsack. Bleib mal locker, guck mal, ich will heute einen entspannten Livestream. Ich hab nicht jetzt. Ja, machen wir die vier voll. Entspannter Livestream in dir rein. Guck mal, wenn ich dein geistiger Mentor wäre. Dann würde ich dir auch, hätte ich dir auch schon längst empfohlen, diese alberne Kopfbedeckung abzuziehen, verstehst du? Machen wir die mal zwei gleich gnadenlos mitnehmen. Jetzt mitnehmen gegen Mr. Waldschrat und seine Unholdenbande. Tobi Wan, jawohl, Irfan Müs. Dankeschön, der Echte, dankeschön, Leute, ihr seid die Besten. Nein, die sind nicht die Besten. Warte mal kurz, du hast diesen, guck mal, der Echte, ist das wirklich der Echte? Der Echte, Echte? Das ist der sogar. Kennt ihr den hier, sein Top-Supporter, der Echte? Das ist der war bei Spiegel oder so. Das ist der mit Sonnenbrille nichts gesagt hat. Die haben dir was gefragt. Und was sagen sie, Herr Osman? Der stand da einfach nur. Boah, er geht gegen Abu Osman, seinen älteren Bruder, Digga. Der schon mal so im Fernseher war mit diesen Eierwerfen oder so. Irgendwas sagen die doch immer.
mit seiner Sonnenbrille und wollte nicht antworten. Das war so eine cringige Situation. Schaut euch das an. Das ist bei Spiegel TV hochgeladen worden. Richtig lustig. Der Eierwerfer, genau. Der echte. Du terrorisierst deine Nachbarn. Warum terrorisierst du die armen Leute? Ich ruf meine Cousin. Ich ruf meine Cousin. Komm mal hier schnell, Cousin, hier. Ich hab's gesehen. Gegen so Rentner. Gegen alte Menschen willst du Cousins rufen, Bruder. Was ist los bei dir? Was machst du denn da mit deiner Sonnenbrille? Chillt der da so, der will kein Interview geben bei Spiegel. Der stellt sich da einfach so hin. Richtig lustig, ja. Boah. Freunde, machen wir die Zersichelung. Nein, los bitte. Guck mal, wie der sich beherrschen muss. Der muss eigentlich selber lachen, der Abu. Aber der darf nicht, weil er sonst Anschiss von seiner Familie bekommt. Guck mal, wie der sich am Beherrschen ist, damit er sich nicht lachen muss. Guck mal, wie der sich beherrschen tut. Ich sehe es doch voll. Der verkneift sich das Lachen gerade richtig hardcore, weil er weiß ganz genau, seine Familienangehörigen würden ihn zerhacken und in scharfer Bohnensoße braten, wenn er es wagen sollte, darüber zu lachen. Das ist einfach nur lächerlich. Ein Axel Springer Flöhe bist du, mehr nicht. Axel Springer in dir rein? In dir rein. Warum? Weil das einfach... Er merkt, wie lustig und cringe das gerade ist. Das ist so witzig, die beiden. Zionistische Presse ist die jeden und alles schlecht. Hast du was gegen Zionisten, Bruder? Hör doch auf. Fertig. Guck mal, darauf kannst du sitzen. Darauf kannst du sitzen. Mein Bruder Schuhe. Das ja, kann bei dir reingehen, so darauf kannst du sitzen. Mein Bruder Schuhe sind dein Kopf wert. Ja. Ich weiß ja, dass du so ein hasserfüllter Mensch bist. Guck mal, wie viel Hass du in dir hast. Warum hast du so viel Hass in dir, Bruder? Sag es mir. Nein, ich möchte es dir nicht sagen. Ja. Das ist aber schon gemein von dir. Ja, du bist auch ein gemeines, hinterlistiges Person. Das Person, ja, sehr fortschrittlich von dir. Sehr, sehr fortschrittlich von dir. Wann hast du dein 9er Abgangszeugnis gemacht, Bruder? Ja. Gut. Guck mal, jetzt kann er sich nicht mehr verkneifen. Du hättest schon längst lachen müssen, Bruder. Ich nimm dich nicht mal ernst. Wir nehmen dich hart dran, Bruder. Das ist zu knapp. Eins bleibt und wir sind weg, Freunde. Abstand vergrößern, das reicht nicht. Freunde, das reicht nicht. Einmal den Abstand vergrößern, Freunde. Mystisch mitnehmen. Leute, lass mich nicht gegen diesen, rücksichtslosen... Yeah, epischer Sichelsieg. Was für fette Arme, Alter. Einfach Oma-Arme. Einfach Oma. Diese Faust da. Guck mal diese wahnsinnige Faust. Guck da gucken, Alter. Richtiges Wackelpudding. Diese Faust, hat eine eigene Umlaufbahn. Man sieht nicht mal mehr die Form, wo die Hand endet und man wo der... Weißt du, was man nicht sieht? Guck mal, man sieht die Grammatik in deinen Worten nicht. Das sieht man nun wahrlich nicht mehr. Du bist ein rücksichtsloser, verstehst du? Ja, mehr nicht. Ja. Du auch bist ein rücksichtsloser Du-Sein. Um mal in deinen Worten zu kommunizieren. Der Typ spricht einfach rückwärts. Ja. Ich nicht sprechen rückwärts, du machen Sachen, was nicht gut ist. Abflug! Ich hab dir heute ein Geschenk dagelassen, du bist so undankbar zu mir. Was für ein Geschenk? Ja, ich habe dir heute zum Sieg verholfen. Weißt du nicht mehr? Ja, wie der sich duscht. Hast du mich in deinen Träumen gesehen oder was? Du bist okay, ich mach das dann auch nie wieder, wenn du so undankbar bist. Du hast dich heute noch bei mir bedankt. Du hast gesagt so, ja, Veggie, danke, Veggie. Echt? Hast du bei mir geschickt etwas? Ja, du bist einfach nur im Waldschrei. Okay, dann mache ich das halt nicht mehr. Wenn du so undankbar bist, dann Pech gehabt. Das wäre korrekt von dir, bin ich dir ehrlich. Habe ich doch gemacht, Mann. Ich habe dir die Käppi da gelassen. Pass mal auf. Was rastest du so aus? Du hast Käppi geschickt und reibst mir das jetzt unter die Nase. Ist doch ja, okay. Ja, weil du sollst eine Käppi anziehen. Du hast eine Wollmütze auf, die dir nicht steht. Zieh sie aus und zieh eine Käppi an. Du bist ein Idiot. Du bist ein Spinner. Nö. Doch. Und du bist eine Spinne. Zersichtsförmlich. Ey, Leute, das ist so cringe, Digga. Und warum flackert meine Kamera wieder? Fuck.
Nacktschneckenspinne, irgendwas. Zersichelt ihn, Leute. Zersichelt ihn. Ich bin ehrlich zu dir, Vigeralt. Zersichelt ihn. Ich will. Guck mal, Vigeralt. Das sind schleimige Wesen, die an der Unterseite eine Schleimdrüsenüberfunktion häufig haben. Verstehst du? Ich habe keine Schilddrüsenüberfunktion. Schilddrüsen? Ich habe gesagt Schleimdrüsen, Mr. Erbsenhirn. Ich habe keine Schilddrüsen. Junge, die Klischees treffen auf dich echt ein, Mann. Also du bist echt so ein klischeebehafteter Mensch, also nicht mehr normal. Ich habe keine Schilddrüsen. Also er provoziert ihn und hat ihn auch, ne? Also er hat ihn richtig krass. Jawohl, mystischer Sichelsieg. Yeah! Du hast keine Chance gegen uns. Du hast noch nie gegen uns gewonnen, Bruder. Was heißt noch nie? Ich hab schon mal gewonnen. Nein, ich hab schon mal gewonnen. Wie so ein kleines Kind, so, der was beleidigt ist. Was heißt nie? Ich hab schon mal gewonnen. Ich hab schon mal gewonnen. Sag das nicht nochmal. Ich hab schon gewonnen. Ja, komm, ein Match gönnen wir dir noch. Und dann müssen wir auch weiterziehen. Oh Gott, noch Leute, das ist so anstrengend hier. Machen wir die 4 voll. Es geht. Anstrengend. Dieser Typ macht sich über alles. Okay, komm, wir switchen nochmal eine Sekunde hier rüber. Ich will nämlich sehen, ob hier noch etwas passiert ist, ne? Yeah. Auch dein Gym, Senator. So, hier. Du gegen wen, Ahmed? Gegen wen? Du gegen Umut. Ich sag, Azadi gewinnt. Azadi hat einen Gegner für dich bald veranstaltet. Nein, Bruder, dankeschön. Frag mal ihm, wo sein Malkorb ist. Wen soll ich fragen? Ey, Senator, wenn ich nach Thailand komme, soll ich dich trainieren dort? Warum lacht der? Warum lachst du die ganze Zeit? Was ist daran so witzig? Was denn? Was willst du mich denn trainieren? Was willst du mich trainieren? Im Boxen. In selber die Fachung vor allem selber verlieren, Respekt zu sich selber verlieren, da bist du bestimmt ganz gut drin. Ja, aber warum? Ich hab dir gerade ein gutes Angebot gemacht. Ich glaube, dir fehlt so ein bisschen die Selbstachtung. Ich kann dich endlich zum nach oben führen, dass du gewinnst, dass du mal gewinnst und so, wenn ich dich trainiere, meine ich. Ich weiß, du warst noch in der Schule gewesen, du hast mir früher Kippen gekauft in der Schule. Ich bin Libanese, weißt du, was das heißt? Autohändler. Azadi fragt mal, wie der Kampf mit Ertuğrul war. Wen soll ich fragen? Ahmad, was ist los, Mann? Ja. Ich bin gerade bei Immobilie.de oder Autoscout oder was machst du? Aber ich bin Boxprofi. Frag mich mal, wie die Schelle da. Ich über ein Land identifiziert ist schwach. Lest mal nicht Kommentare vor auf unnötig, Alter, sonst lese ich gleich auch hier Kommentare vor. Jeder, der ist über ein Land identifiziert. Achso, haben die gekämpft? Aber Sinan G, sei mal ehrlich, ihr sitzt mit so einem Sinan G, Alter, wallah. Was ist mit Sinan G? Ahmed, Bruder, hör lieber auf. Warum? Ich mein gut mit dir. Erzähl mal, was ist denn mit Sinan G? Bei Allah, ich mein's gut. Was? Bruder, bei Allah, ich mein's gut mit dir. Sinan G und Senator gegen mich. Ich sag, Bruder, ich mein's wirklich gut mit dir. Warum denn? Was will er machen? Ja, vertrau mir, Bruder, hör lieber auf. Ich bin noch jung, das mag er doch. Was ist denn mit Sinan G? Den nehme ich auch nicht ernst. Ja, und wieso? Wieso wohl? Was hat er dir gemacht? Mir nichts, nein, um Gottes Willen. Mir gar nichts. Und wem hat er was gemacht? Telefon und so? Telefon und so? Ja. Ich hoffe, irgendwann wird du mal dumm aufgenommen und das wird dein ganzes Leben nicht verwendet werden. Und dann sieht mal, was abgeht, mein Lieber. Wer will mich denn aufnehmen bei irgendetwas? Ahmed, du lebst gefährlich. Ich mach doch keine Kinder an. Wer soll mich da aufnehmen? Ahmed, ich schwöre bei Koran, du lebst gefährlich, wallah. Babe. Ich sag's dir. Ich bin gefährlich, nicht ich lebe gefährlich. Ich bin gefährlich. Sag's dir, wallah. Keiner kann diesen Eiern was, wallah. Oh. Ihr wisst nicht, wenn ich im einen anrufe, ich mach alles zu. Mach mal. Auch dein Gym, Senator. Wow. Oh, das ist schon zu. Ja, ich meine, wenn du morgen früh aufmachen willst und so. Ich mach morgens nicht auf, ich habe einen Hausmeister. Der macht das, ich habe Angestellte. Echt, Abi, bist du so ein. Schon so weit oben mit Gym und so. Abi, sei ehrlich.
zum Beispiel Nu 51 und Amado, die haben schon eine Synergie rasiert jetzt und Senator und so. Wie gesagt, ja, Wallah, du lebst gefährlich, aber ist okay. Wallah, ich kann gar nichts passiert. Hä? Wallah, ihr habt keine Ahnung, mit wem ich bin. Wallah, aus einer Decke. Ihr dürft auf TikTok nichts ernst nehmen. Es ist halt so. Meiner Meinung nach wird hier zu ernst genommen und diese freundliche Bedrohungen sind auch nicht gut. Also nur mal so zur Info. Wir wissen nicht, mit wem du bist, aber wir wissen, wer gegen dich war. Jeder, der gegen mich war, soll kommen und meine Hand küssen. Senat, was machst du mehr, Silber oder Gold? Also was trägst du gerne, Silber oder Gold? Das gibt's gar nicht mehr. Ich trage keine Ketten. Na komm, jeder frisst Chips in diesem Video. Ich hab Bock auf Chips bekommen. Haben wir überhaupt Chips? Fuck, Alter. Wie, du kriegst keine Ketten? Ich trag keine Ketten. Ja, und Armband und so, Silber oder Uhr, Silber oder Gold? Was gefällt dir da am meisten? Ja. Hast du gehört, Abi? Kennst du nicht. Ja, deine Uhr zum Beispiel so, Silber oder Gold? Was eher? Platin, kennst du das? Platin. Oh, Abi. Also du bist krass, ne? Ich muss noch ein paar Matches machen dafür. Du musst noch ein paar Matches dazu machen, mein Lieber. Hä, Abi? Aber ohne Spaß, ne? Asadi, was trägst du gerne, Silber oder Gold? Ah, mit Spaß. Aber. Redest du mit mir? Ja, ja, was trägst du gerne, Silber oder Gold? Ich hab mal eine Frage, ja. Asadi. Armina, gönn dir. Was hat das mit dieser Schelle hier auf sich? Von wem wurde er geoffert? Diese Schelle? Du meinst ja? Das Fake-Video, wo ich. Oder? Mit Erdrutsch, Abel. Da hat jemand viel geredet und hat Quittung. Oder wenn du nichts weißt, dann red nicht. Ich weiß nur das, was ich sehe, mein Bruder. Ja, das, was du siehst, aber glaub, das, was du siehst, stimmt nicht. Guck mal, Worte lügen. Worte lügen. Aber okay, auch. Ich schwöre auf Koran, das stimmt nicht. Ach, weiß nicht, Bruder. Bruder, er hat den Erdrutsch, Abel beleidigt und hat sich. Ich schwöre auf meine Mutter, das stimmt nicht. Warte doch. Er hat sich von seinen Freunden extra hauen lassen, damit die so diese Vibe geben, dass er gehauen wurde von deren Leute, damit die nichts machen. Ja, Bruder, das ist doch genau dasselbe, mein Bruder. Das ist doch klar. Egal. Ja. Meint ihr, dass das wirklich so krank ist? Also, dass das so weit kommt, dass... ey, das nervt mich so, ne? Guck mal, ich bin einfach verschwommen. Jetzt wieder normal, oder? Moment. Und das flackert, jetzt bin ich normal. Ich muss nah kommen, damit ich. Da ist irgendeine Einstellung, Digga, mit Fokus, muss ich mir gleich angucken. Ich denke, dass das auch reicht, weil ich habe auf jeden Fall was viel Interessanteres, was nachher online kommt. Ich wollte euch nochmal so eine Vorspeise geben. Ne? Heute ist ja Wochenende, hoch die Hände. Und ja. Ja, ich küsse eure Herzen. Vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns gleich auf jeden Fall. Ne? Haltet die Glocke ganz aktiv.